Ja, also mit dem ersten Blick. Ja? Wir gucken ja dann mal durch. Warten Sie mal einen Augenblick. Ja? Sagen Sie mal, ist das amerikanische Mond, der gelbe? Ich habe den nämlich heute gekauft. Ja. Und keiner konnte mir sagen, ob das solcher Mond ist. Also, ich kann Ihnen auch mal was zeigen. Mhm. Das sind meine Problemfälle noch. Ja. Und jetzt fotografiere ich einfach mal die Pflanze. Mhm. So. Ich habe erst so eine Pflanzen-App. Jetzt bestimmt er mir. Hm? Und dann hat er Islandmoos, Papava. Das ist genau, einfach so ein Klatschmond. Jetzt, genau. Wenn man sieht, ja. So, das ist die Cattleya, wo ich sie angerufen habe, wo ich gesagt habe, die habe ich schon 5 Jahre und sie blüht nicht. Genau, diese Orchideenarten, die brauchen den Kältereiz. Das heißt also, die müssen am Tage, so am besten wäre bei 25 Grad am Tage und nachts 18 Grad haben. Mhm. Und wenn sie das hinbekommen, dann kriegt sie auch Blüten. Und das funktioniert nur in der Wachstumsphase. Und so hier ist das Gleiche. Beim Frauenschuh. Genau, beim Frauenschuh. Der hat auch noch keinen mehr geblüht. Genau, zum Beispiel bei einer ganz normalen Phalaenopsis. Mhm. Die ist nicht ganz so zickig. Ja. Die blüht auch viel, viel besser, wenn in der Nacht die Temperaturen absenken. Ja, sonst sieht sie ja gut aus. Dann habe ich aber noch ein paar Fragen. Ja, immer Kommen raus. Sie mal bitte mit. Gehen wir einfach mal durch. Das ist jetzt mein 4. Fall, wo ich Pampasgras versuche. Ja. Also, immer viel Hoffnung. Pampasgras auch. Also, sieht man das Herz verfault. Ich habe es aber zugebunden und ich hatte noch Zweige mit dran. Hier ist Wasser drin. Erstens muss hier viel Sand eingearbeitet werden, dass das Wasser immer ablaufen kann. Und dann wird das Pampasgras von unten her zugebunden wie eine Wurst. Und dann wie eine Wurst ganz nach oben zugebunden. Also unten habe ich es nicht zugebunden. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ist im Eimer. Ist im Eimer. Ja, hier bei den Tulpen sieht man aber auch schön hier, ja, da haben sie echt sich einen Pilz eingefangen. Immer gucken, dass man diese Blätter hier entfernt, weil das wird immer schlimmer. Die nehmen sie nach der Blüte mal raus und legen die zum Trocknen erstmal im Dunkeln, in Schuppen und im nächsten Jahr erstmal woanders hinpflanzen. Ja. Und wenn es wiederkommt, dann müssen sie einfach mal die Sorte wechseln, weil die dann immer andere auch noch anstecken und dann ist es echt... Das ist ja nicht so schön. Gut. Ja? Ich bin sehr zufrieden.